Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Long Dark. So, wir sind wieder oder immer noch in den Katakomben. Und unsere Aufgabe ist es immer noch zu versuchen, den Mechanismus der Zellen, der Einzelhaftzellen, zu sabotieren, damit eben halt dieser. Jetzt komme ich Denver. Nee, Denver hieß ja nicht, das war ja. Haus des Geldes. Donner. Donner hieß er, nicht Denver. Ja, okay. So, so verschwimmt eine Realität mit Fiktion. Naja, gut, okay. Haus des Geldes ist ja auch noch nicht gerade Realität. Aber egal. So. Auch nicht schlecht. So, ja, genau. Da müssen wir hin. Das ist gefroren. Da müssen wir Dinge tun. Da haben wir da. Da haben wir von da drüben Dampf. Ich schau mal eben. Es geht da rüber. Das kommt aus der Richtung. Okay, alles klar. Müssen wir uns ein bisschen merken. So, also irgendwo geht das hier durch die Wand. Da müssen wir gleich mal links gucken, wenn wir hier gleich durch sind, auf der linken Seite. Aber wenn wir da mal nicht durch dieses ganze Gasrohr, das ist der Wasserdampf, durch das ganze Dampfsystem hier nicht aus Versehen die Tür aufschalten, das wäre natürlich etwas ungeil. So, das müsste eigentlich irgendwo hier ankommen. Das müsste das hier sein. Da, das müsste das sein eigentlich, das gefrorene Rohr. Muss also irgendwo hier drüben. Okay. Wo waren wir hier schon dran? Das ist leer, ja. Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir müssen ja auch vor allem noch was. Haben wir eigentlich was zu trinken dabei eigentlich, sag mal? Oh, da wollte ich gar nicht. Zu trinken haben wir nämlich auch nichts mehr. Das ist nicht so geil. Hoffentlich finden wir nochmal irgendwie eine kleine Dose oder sowas. So. Oh ne, das geht nach oben, ne? Das ist zum Mäusemelken. Okay. Können wir das schließen? Ist das jetzt richtig oder ist das unter Dampf? Das ist unter Dampf jetzt, ne? Ich gehe nochmal weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir auf der Seite schon gewesen sind, weil das Ventil kommt mir jetzt gar nicht so bekannt vor. Oder die Ecke hier. Abgelaufen. Achso. Schöpfung verringert. Ah. So, Hot Steam. Gehen wir wieder hier lang. Weil das ist ein. Achso, warte, ich kann ja hier. Ach, hier komme ich raus. Alles klar. Alles klar. So, dann gehen wir mal. Hier ging es dann weiter, ne? Oder können wir auch da hinten links gehen? Ne, ich glaube nicht. So, aber hier ist das Rohr auf jeden Fall unter Dampf. Schrägstrich nicht mehr gefroren. Nur, ich weiß nicht, ob uns das was bringt, wenn wir jetzt da vorne das Ventil aufmachen. Dann haben wir zwar das Ventil offen, aber das Das Ventil ist zwar dann offen, aber die Tür ist ja immer noch zu. Wir haben ja immer noch das Schloss davor. Wir brauchen irgendwie mal so einen Bolzenschneider in so einem Unfug. Ich befürchte, dass wir auszusehen vielleicht dann doch irgendwie das die Einzelzelle oben aufmachen oder den Mechanismus irgendwie aktivieren. Na, das ist der Fall. Geschlossen, den machen wir jetzt auf. So. Das wird jetzt warm. Hier kommen wir nicht rein. Es könnte auch sein, dass es einfach die andere Seite ist. Das ist, glaube ich, einfach. Das ist, glaube ich, nur einfach nur die andere Seite. Das ist, glaube ich, gar kein geheimer Raum oder so. Das ist einfach nur die andere Seite. Das ist, glaube ich, einfach nur die andere Seite, wo nachher auch die Feuertonnen und sowas alles ist. Ah, Leute, du. Hier ist rumgekraxelt, ne? Oh, hoffentlich sagt uns die Musik jetzt nicht, ja, hast verrissen, Mackenzie. Der Donner ist frei. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass wir das irgendwie aus Versehen nochmal mit aktivieren hier. Weil irgendein Ende muss das Ganze ja nehmen. Oh. So, haben wir jetzt hier die Möglichkeit. Geschlossen, der ist unter Druck.
Wo müssen wir denn jetzt Dinge tun? Hier waren wir schon bei, ne? Leer, leer, leer. Da waren wir auch schon dran. Ist noch Holz. Das ist auch nochmal Holz. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz schauen, was jetzt gerade Fakt ist. So, hat er aufgetragen, das alte... leitet Dampf durch den Komplex, um die Tür zum Kontrollraum aufzutauen. Ah ja, alles klar, die Geschichte war das. Okay. Alles klar, dann müssen wir, glaube ich, in die Richtung, ne? Da war, glaube ich, der Kontrollraum. Da war, glaube ich, auf der anderen Seite vom Flur. Und da sind wir... Nee, das ist immer noch nicht aufgetaut. So, gucken wir nochmal. Achso, doch, warte mal, hier vielleicht. Geschlossen, das müssen wir jetzt mal öffnen. Dann müssten wir jetzt eigentlich Dampf drauf haben, oder? Ja. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Worked. Ja, Kontrollraum, geil. So. Mal hinein in den Humpen. Sieht man nicht noch Kontrollraum raus. Sieht man... Oh nein. So, ein Raum weiter. Maschine ist kaputt, natürlich. Warum auch nicht? Ah, die macht die Maschine kaputt. Steht da nicht. Maschine ist kaputt, sondern macht die Maschine kaputt. Das könnte der andere... Das war der andere Raum hier. Ja, das ist nämlich das Regal unten mit der Kiste. Genau hier war das nämlich. Hier kommen wir nicht rein. Und das müssen wir kaputt machen. Mach die Maschine kaputt. Mach's kaputt, ja! Lass deine Wut frei auf! Slow, ne? So, kehre nach Schwarzfeld zurück. Oh nein. Dann dürfen wir den ganzen Weg wieder zurück rein. Gut. Okay. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Irgendwas brauchen? Nö, alles kaputt. Den Hammer hätte ich ganz gerne mitgenommen. Aber nein. So, ja, nach Kehre nach Schwarzfeld zurück, da werden wir aber nichts mit. Aber das Problem ist, wir haben nichts zu trinken. Ja. Oder haben wir was zu trinken? Ich muss mal vielleicht mal ein kleines Feuerchen machen. Vielleicht können wir uns gleich mal ein bisschen was zu trinken machen. Ich würde hier ganz gerne ein bisschen ratzen gehen. Aua, Mann. Und die Kiste können wir natürlich noch auseinandernehmen, ne? Geh nach Schwarzfeld zurück. Ah, ich will nicht nach Schwarzfeld zurück. Ich möchte da nicht hin. Ich möchte da nicht hin. Also, hä? Gerüchte. Schwarzfels Blues. Kraftwerk. Kehre nach Schwarzfeld zurück. Ja, okay. Wir machen mal ein Feuer, hoffe ich. Feuer machen. Also viel haben wir hier wirklich nicht, ne? Und Beschleuniger Feuer machen. Können wir wenigstens ein bisschen Feuer hoffentlich gleich mal generieren. So, 5 Stunden. Kiste, was brauchen wir? 8 Minuten, um es auseinanderzunehmen, sehr gut. Temperatur ist ja hier nicht so unser Problem. So, Brennstoff hinzufügen, Altholz. Ein Stück Altholz, ne? Das war ja jetzt nicht so berauschend. Wasser. Auswählen. So. Und das können wir gleich mal ausmachen. Puh, okay. So, 14 Minuten bis zum Schmelzpunkt. Getting kind of thirsty. Ja, ich weiß, dass du thirsty bist. Ah, herrlich. Sehr schön. Und hin auch. Geil. So, I'm not sure I can carry much more. Naja, carry much more, ist klar. Wir müssen... Können wir noch irgendwie was verbraten? Ich würde noch ein bisschen Wasser gerne mitnehmen. Für den Rückweg brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser.
So, noch ein bisschen Wasser. Dass wir vielleicht so einen Liter, wenn wir so einen Liter mitnehmen, oder... Dass wir erstmal ein bisschen was machen können. So, was haben wir noch dabei? Essen haben wir. 73... 57, also das sieht ganz gut aus. Die Cracker 79. Uns mal das Fleisch rein. Ach, das bringt ja gar nichts, das Fleisch. Okay, sehr gut. 689, 73. Ja. So. Weil wir werden hier, glaube ich, gleich noch eine Runde ratzen. Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es? Mitten am Tag, ne? Lohnt sich ja kaum. Ja gut, lass uns gleich sonst auf dem Weg wieder zurück und dann machen wir uns gleich sonst, werden wir sonst woanders mal gleich pennen. Das ist ja alles nichts. 600. Muss die Cracker noch rein. So. Wie schaut's aus? Erfrierung. Du hast Erfrierung erlitten. Dein Zustand ist dauerhaft verschlechtert. Verursacht kaltes Wetter. Okay. Klamotten. Dann müssen wir nochmal schauen, ob wir irgendwas Besseres haben. Das ist besser gegen Wind geschützt. Das ist auch. Und dann können wir das mal sonst mal auseinandernehmen. Dass wir vielleicht immer ein bisschen... bisschen was einsparen. Oh. Hier ist aber auch nichts besser, ne? 5 von 5 innere Schicht. Da haben wir auch nur innere Schicht, okay. Minus. Das ist besser. Aber nicht für die Temperatur. Das schon kochen. Bis zum Siedepunkt, alles klar. Muss es mal ein bisschen aufräumen. So, das war okay. Dann können wir die mal auseinandernehmen. Aktion zerlegen. Jetzt kocht das aber nach. Können wir das mitnehmen? Ist verkocht, alles klar. Nehmen wir mit. Nehmen. So, lass uns noch mal ein bisschen mehr garen. Wasser, Dose, Garn. So, dann können wir nämlich noch ein bisschen aufräumen. So. Aktionen zerlegen. Gut, das haben wir. Was haben wir denn noch? Bügelsäge haben wir mit. Ja, wir haben so viele Sachen mit, ne? Die wir eigentlich nicht brauchen. Was heißt nicht brauchen? Natürlich brauchen wir die Sachen irgendwo. Irgendwo brauchen wir die Sachen garantiert. Vor allem auch hier die Hasenfälle, ne? Die können wir auch irgendwann brauchen, weil wir uns damit nämlich Klamotten machen können. Ist verkocht. Die nehmen wir natürlich mit. Nehmen. Nehmen. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen was davon. 3 Stunden. Wir können natürlich jetzt auch 3 Stunden ratzen, aber dann wird es sowieso wieder dunkel. Das bringt uns nichts. Aber wir müssen schlafen, das ist das Problem. Wir müssen schlafen. Wir müssen schlafen. Ich überlege gerade, was wir am besten machen. So. Vielleicht mal irgendwas, was wir tatsächlich wegwerfen können. So, das ist. Okay, dann haben wir diesen Wetzstein. Dann haben wir einen normalen Stein, den können wir mal ablegen. Dann haben wir zumindest ein paar Gramm weniger. Hier Dosen, 2 können wir sowieso mal nur nutzen. Also 2 könnten wir im Prinzip nochmal umsetzen. Aber ja, gut, okay, das ist... bringt uns jetzt gerade wenig. Patronenhülsen, das Gewehr haben wir noch 40%. Dafür haben wir noch auch noch keinen... Repair-Kit, ne? Ja, das hätten wir auch mal wegpacken sollen. Aber insofern ist es ja auch gar nicht verkehrt. Fällt mir mal gerade so ein, auch wenn wir jetzt noch 2 weitere Gewehre gefunden haben. Kann ja auch sein, dass ihr unser Gewehr uns auch nochmal irgendwie wegnehmt. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das lassen wir auch mal hier. Können wir das zerlegen? Können wir tatsächlich zerlegen? 15 Minuten. Nehmen wir mal auch auseinander. Wir haben ja noch ein paar...
So, dann haben wir das. Haben wir noch eine Tasse? Garen, Kaffee? Ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Warte mal, Kochplatz. Garen. Dann haben wir doch noch ein bisschen Kaffee, genau. Können wir noch ein bisschen Kaffee sonst noch machen? Garen, zack, zack, Kaffee, garen. Machen wir uns gleich ein bisschen Kaffee, dann haben wir gleich wieder ein bisschen Energie. Vielleicht kriegen wir es dann irgendwie gebacken, dass wir vielleicht sogar noch bis zum nächsten Stützpunkt kommen. So, Zeit bis zum Garpunkt. Ist verbrannt. Trinken. Trinken. So, sehr geil. Nehmen wir erstmal mit. So. Gucken wir mal. Wir gehen erstmal vorwärts. Und wir gehen erstmal wieder zurück. Mal gucken, wie weit wir kommen. Schöpfung verringert. Ach, guck mal, jetzt können wir aber hier richtig Gas geben hier gerade. Müssen nur sehen, dass wir nachher irgendwo noch einen Platz finden, dass wir den ganzen Kram, den wir hier bei uns haben, dass wir den erstmal weglagern können. Nicht, dass wir uns ja alles wieder wegnehmen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Vor allem jetzt, wo wir auch eine Waffe haben und Munition, den ganzen Schweinkram. So, Versorgungstunnel verlassen. Und dann machen wir uns so langsam auf den Rückweg. Schwarzfels. Deshalb können wir wieder um Pott rennen. Und wieder zum Knast zurück. Oh, da habe ich ja voll Bock drauf. Da habe ich ja so gar keinen Bock drauf. Können wir jetzt hier raus? Ne, können wir noch nicht. Warte. Ich dachte, wir können mal eine kleine Abkürzung gehen, aber nein. So, perfekt. Vielleicht sollten wir die Gunst der Stunde nutzen und tatsächlich durchlaufen, ne? Aber wir müssen... War da nicht irgendwo noch ein Part, wo wir klettern müssen? Da wird es ein bisschen schwierig, ne? So, hier haben wir auch wirklich alles. Schublade leer. Da war wirklich alles leer. Nicht, dass wir da irgendwas vergessen. Können wir mal durchsuchen. Das haben wir noch nicht gemacht. Dosenfutter, siehst du? Man weiß ja nicht, wofür man das braucht. So, Jace will auch nicht telefonieren. Na, schade. Ne, mein Plan wäre sonst zu versuchen, bis zur nächsten Hütte noch zu kommen. So, erstmal das aus. Gewehr ran. Wie viel Schuss haben wir? Immer nachladen. Ist alles nachgeladen. Perfekt. Gut. Beschließen. So, einmal ganz kurz gucken. Ich würde ganz gerne hier noch herkommen, hinkommen. Das heißt, Straße folgen. Aber da war doch was mit Klettern, meine ich. Ich meine, da war doch was mit Klettern. Temperatur sinkt mit. Oh, du Scheiße, okay. Ach, das juckt euch nicht. Okay, gut. Na, geht doch. Jetzt doch oder nicht? Nein. So, jetzt aber. Nein! Daneben geschossen auch noch. Ach, hat er sich erstmal überlegt, ob er stirbt, oder? Boah, ich würde ja ganz gerne. Wolfskadaver würde ich ja ganz gerne machen. Haut. Wie viel? 45 Minuten? Ah, ist so schade drum, ne? Ich könnte mir daraus schön Pelz machen. Ah gut, die liegen ja vielleicht beim nächsten Mal auch noch da. So, wo müsste ich hin? Links oder rechts? Da, in die Richtung muss ich. So. Nachladen ist nicht mehr.
Weil dann könnten wir uns nämlich aus dem Wolfspelz können wir uns nämlich richtig schöne Klamotten machen. Klingt jetzt natürlich erst ein bisschen fies, aber ist ja nun mal so. Ist ja nun mal so, wie es ist. Ich weiß ja auch nicht, ob die nachher wieder spawnen. Das weiß ich gar nicht. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie wieder spawnen. Ja, und müde ist er auch noch. Deswegen wollte ich ja ein bisschen pennen. Deswegen zum Wohnwagen. Da können wir da wenigstens ein bisschen ratzen. Wir sind direkt auf straight auf Kurs. Das ist gut. Aber ich glaube... Naja, wir müssen diesen Umweg gehen, ne? Ich glaube, wir müssen den Umweg gehen. Wir kommen, glaube ich, auf dem Rückweg. Kommen wir da, glaube ich, nicht lang. Ich meine nämlich, das war blockiert, die Straße. Deswegen mussten wir, glaube ich, oben rumgehen. Ja, genau, da oben. Was ist denn nicht so drauf? Mal lassen wir ein bisschen ankommen. Ja, das war nämlich einer der zwei Wölfe, die mich hier gewesen ist. Das weiß ich noch. Ich glaube, wir müssen einmal außen rumlaufen. Das ist echt ein Dilemma. Ja, wir kommen hier nämlich nicht rum, ne? Oder kommen wir hier rum? Vielleicht können wir vielleicht von dieser Seite aus rüberklettern. Vielleicht geht das von dieser Seite aus. Von dieser Seite aus kommen wir durch. Ah, ich glaube, das ist weggespawnt. Kann das sein? Weil vorher war dann der Weg nämlich nicht frei. Ah, es wurde garantiert so... Das ist garantiert so programmiert. Kann auch sein, dass wir gleich in der Sackgasse hocken. Das kann natürlich auch sein. Aber es sieht mich schon danach aus. Können wir gleich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Oder kommen wir da oben vielleicht lang? Na, schauen wir mal. Ey, wir kommen hier, glaube ich, auch so dran vorbei. Nee, nee, ich glaube, das hat sich aufgelöst hier. Oh, fuck. Oh, fuck. Mm. Nein, 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 kein Bär. Oh, nein, das musste doch nicht sein jetzt. Nein, oh, bitte nicht. Nein, 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 nicht schon wieder dieser Bär. Oh nein. Oh, es war, hätte so schön sein können. Wir hätten das durchgeschlüpft, schnell zum Wohnwagen, zack, schnell zum Gefängnis und dann kommt wieder so ein Pissbär. Tut mir leid, aber oh nein. Wir hängen wieder halb vergewaltigt, liegen wir wieder hier. Oh Mann, oh, es ärgert mich. Scheiße. Oh. I'm gonna bleed out soon. Ja, nimm mal deine Waffen. Bleed out soon. Natürlich, irgendwas musste ja wieder sein. Wir sind fast wieder tot. Ja, super, spitze Klasse. Kurz mal gucken. Blutverlust. Machen wir weg. I'm gonna have to leave something behind. Ja, ja. So. Wenden. Ja, jetzt kommt er nochmal. Natürlich. Na klar, kommt er nochmal. Doch, Gewehr. Oh, fuck. Ja. Ich werde mal Energy Drink mal rein donnern. Können wir ein bisschen Power kriegen. Temperatur sieht beschissen aus. Infektionsrisiko. Dann brauchen wir dieses oder das Zeug. Desinfektionsmittel. So. Also einen habe ich ihm auf jeden Fall in den Kopf geschossen. Ja, toll, ich bin tot. Jetzt. Lauf, 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 lauf. Wir müssen weg. Er hat genug. Wir müssen weg. Können wir noch was mitnehmen? Nein. Nichts verloren.
So, laufen, 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 weiter, 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 weiter. Weg hier, weg aus dem Areal. Bärenbeuge. Ach so, ne, oh nee, jetzt sag jetzt nicht, wir kommen hier nicht weiter, dann fange ich gleich an zu weinen. Scheiße, ich komme hier tatsächlich nicht raus, ne? Hier vielleicht? Nee, ich komme hier nicht weiter. Oh, ich, das ist das zum Würgen. Irgendwo kommen wir auch nirgends lang, ne? Scheiße. Kommen wir da irgendwo hoch? Nee, wir hätten mal denselben Weg zurückgehen sollen. Aber nein, ich muss hier unbedingt gucken. Aber vielleicht haben wir, kommen wir hier durch. Das könnte eventuell... Fast tot, ey. Aber hier sind wir auch gefangen. Hier kommen wir auch nicht weiter. Oh, nee, ey. Ah, ich könnte... Komm ich hier irgendwie hoch oder so? Nee, wird nix. Ah, Scheiße. Ja, gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen kleinen Cut. Ich würde sagen, wir nehmen mit dem letzten Safe Game werde ich nochmal durchstarten und werde nochmal ein bisschen durchspielen. Und dann gehen wir gleich dann halt rechts rum und versuchen uns dann irgendwie so dann irgendwie zu retten. Wird ja dann anscheinend nichts mehr. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge The Long Dark. Macht's gut, bis dann. Tschüss.